So, jetzt kommt's. Ja. Alle Teilchen, alle Atome, also alles, aus dem alles auf dieser Welt besteht. Wir Menschen hier in dem Raum, das Sofa, der Tisch, sogar die Luftteilchen, die wir jetzt nicht sehen, alles besteht aus Atomen. Wo kommen Atome her? Aus? Dem Kernkraftwerk. Sozusagen. Aber es gibt ein sehr besonderes Kernkraftwerk. Oder es gibt einige besondere, nämlich Sterne. Sterne, also Sterne leuchten, weil sie, weil da ja Teilchenpartys entstehen, die so schnell sind, sich so krass bewegen, dass der Stern anfängt zu brennen. Also haben sie wieder Temperatur, Teilchenbewegung. Und alle Atome, die es gibt, die existieren, wurden einmal in einem Stern geboren. Das heißt, ganz kurz, weil ich übersetze dann immer für die, die in der letzten Reihe saßen. Andrea, weil du guckst immer nicht an. Sehe ich die ganze Zeit, als ob du verstehst, was sie sagen. Du, die hat einen Abiturschnitt gehabt von 1,2. Ich weiß, aber ich weiß, ich kenne Andrea und ich weiß, wir saßen zusammengefühlt in der letzten Reihe. Also für alle, die wir, Andrea und ich, in der letzten Reihe in Chemie saßen, das, was Mai gerade gesagt hat, das bedeutet, dass Mai und ich und Sie und Olaf Scholz auch, wir sind alle aus Sternstaub. Also wissenschaftlich approved sind wir Sternstaub. Und das ist, wenn man sich das klar macht, finde ich nicht nur wahnsinnig schön, sondern es verbindet uns auch. Wenn wir abends in den Sternenhimmel schauen und die Sterne leuchten, dann leuchten die, weil sie die Bausteine bauen, aus denen wir alle bestehen. Wir sind alle derselbe Haufen Sternstaub. Markus Lebendiger. Söder ist auch aus Sternstaub. Ja, selbst Markus Söder, wie gesagt, auch Olaf Scholz, alle Sternstaub. Und ich finde, wenn man das mal Kindern oder Bibern oder Menschen, die in Chemie in der letzten Reihe saßen, erklärt, dann wird auch sehr schnell klar, dass natürlich kein Haufen Sternstaub, der lebt, mehr oder weniger wert ist, mehr oder weniger Würde und Menschlichkeit hat als ein anderer Haufen. Es Gefälle gibt, was das Verständnis angeht von Chemie. Ja. Aber du hast ja auch gerade gesagt, dass du in der letzten Reihe gesessen hast in Chemie und eigentlich lieber gezeichnet hast. Ja. Wie kam es denn jetzt, dass ihr beide euch zusammengetan habt und gemeinsam eine Kinderbuchreihe jetzt gestartet habt, um eben diese Dinge so zu verstehen? Ich möchte sagen, ich habe das Buch mir angeguckt, also beide Bücher, ist genau mein Niveau. Ja, ich empfinde es nicht als Kinderbuch, ich habe endlich Dinge verstanden und habe bei einigen Sachen auch gesagt, ah nee, jetzt lieber die nächste Seite nochmal, wird mir schon fast zu hoch. Also wie kam es dazu? Naja, man merkt es, ich liebe Sternstaubmenschen, ich liebe unsere Welt und ich bin nun mal Malerin, ich male, ich schreibe Geschichten, ich habe ein Gehirn, was in Bildern denkt, viele Dinge vernetzt, bin Kulturwissenschaftlerin und habe mir diese Welt angeschaut, die, wie wir, glaube ich, alle wissen, vor einigen Herausforderungen steht und habe mich gefragt, was kann ich jetzt machen? Und für mich persönlich hat es immer geholfen, dass ich Dinge verstehe, dass ich was weiß. Kunst hat mir immer geholfen, Musik und eben wirklich dieser menschliche Kern. Und dann war mir klar, okay, die Probleme und die Herausforderungen sind aber so groß, dass ich sie mit Bildern alleine wahrscheinlich nicht lösen werde. Wenn ich jetzt der Klimakatastrophe ein Lied singe, weiß ich nicht, ob sie dadurch verschwindet. Oder wenn ich jetzt ein Bild mal gegen Rassismus, ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber Wissen hilft. Und Wissen, was wirklich berührt, kann, glaube ich, die Welt verändern. Und ich weiß aber auch, was ich nicht weiß. Naturwissenschaften sind es nicht. Also habe ich gedacht, wir müssen uns nicht verbünden. Weil diese beiden Welten gemeinsam, glaube ich, wirklich ganz tief zusammenwachsen können und dann echt was verändern können. Weil die Probleme eben nicht nur Kultur oder nur Natur oder nur Biologie sind. Wir müssen sich genauso zusammentun, glaube ich, wir alle jetzt, wie die Probleme eben auch. Und dann habe ich Mai angerufen, weil wir kennen uns schon lange, sind gut befreundet. Und sie hat sofort gesagt, dass sie da ist. Ja, und herausgekommen. Die komplexe Wissenschaft mit sehr schönen Illustrationen und Bildern verständlich machen.